Ein nun schon aufwendigeres Beispiel aus der Vektorkinematik ist dieser Zweizylindermotor. Es sind die Kolben über das Hauptpleuel ABC und das Nebenpleuel AD mit der Kurbelwelle BE verbunden. Die Kurbelwelle dreht mit der Winkelgeschwindigkeit Omega um die Achse E. Zu bestimmen ist nun die Geschwindigkeit der beiden Kolben C und D zum dargestellten Zeitpunkt. So, gleiches Koordinatensystem, xy, positive Rotation gegen Uhrzeigersinn. Und ich zeichne zuerst einmal eine Gesamtskizze mit den Geschwindigkeiten und dann den rechten und den linken Ast für sich, dass man dann beides getrennt anschauen kann. Omega markieren wir, das steht eh schon da. Abstand von E nach B. Das ist unser RBE und was man nicht kennt, ist hier die Geschwindigkeit VB einmal. Das ist das Erste, was man sich anschauen muss. Und die Geschwindigkeit VC wirkt irgendwie so und die Geschwindigkeit VD sollte eigentlich positiv sein. Ja, was braucht man noch? Die Winkel sind alle gegeben. Die Abstände natürlich, den Abstand, wenn man so auseinander trennt. RCB und den Abstand von A, den Abstand RDA. Jetzt heißen sie eh genau umgekehrt wie die Längen. Und die Geschwindigkeit in A, ja, die zeichne ich einfach positiv ein, in den ersten Quadranten vom Koordinatensystem rein. Ja, die Winkelgeschwindigkeit fehlt uns noch hier, Omega BC. Okay, damit hat man eigentlich alles in der einen Skizze und wir ersparen uns die anderen Skizzen. Das Einzige, was man braucht, ist hier die Länge RCB. Da haben wir ein rechtwinkliges Dreieck zwischen RCB längenmäßig, LAB und LAC. Das heißt, unser RCB ist als Hypotenuse die Wurzel aus den Katheten zum Quadrat. Das sind 255, bei mir 255 mm gerundet. Ja. So, das heißt, unser VB ist wie vorher wieder das Omega Kreuz RBE, der Punkt B einmal. Und das VC, wenn wir zuerst noch rechts rechnen, setzt sich zusammen aus dem VB und Omega BC, Winkelgeschwindigkeit dieser Stange von B nach C, Kreuzprodukt mit dem Abstand da, RCB. Ist also Omega Kreuz RBE plus Omega BC Kreuz RCB. Komponentenweise ausgerechnet, kriegt man dann einmal minus VCX-Komponente. Wenn Sie sich ans Koordinatensystem erinnern, x zeigt positiv nach rechts, also ist das die, muss man das mit Minus mitnehmen, in x-Richtung. Minus y zeigt positiv nach oben, also ist auch die y-Komponente negativ, VCYEY, ist rechts ausgerechnet Omega LBE ist der Abstand da, Omega ist positiv um Z, LBE ist positiv in Y-Richtung, ergibt also ein minus X, Z Kreuz Y und das ist minus EX, machen wir es so, dass klar ist, wo das herkommt. Das eine Kreuzprodukt, dann in der Stange selbst gibt es Omega BC RCB, X-Komponente,
drücke ich dann nachher durch Winkelfunktionen aus, dann erspare ich mir ein bisschen Schreibarbeit. Z für Omega, Kreuz X für die X-Komponente natürlich, das ist plus Y. Und ein Omega BC mit der Y-Komponente von RCB, Z Kreuz Y, das ist wieder minus X. So, drücken wir alles aus und dann trenne ich es gleich auf in Koeffizienten, dass man es nicht noch einmal schreiben muss. Also die X-Richtung liefert ein minus VCX, ist gleich minus Omega LBE aus der ersten und minus Omega BC RCB Y, wenn Sie hinschauen, in Y-Richtung, wenn der Winkel Beta zu Horizontalen gegeben ist, dann ist die Y-Richtung wieder der Sinus von dem Winkel, also RCB Sinus Beta. Nachdem das alles ein Minus hat, multipliziere ich gleich mit minus 1 und trage alles auf Plus um, ist die Gleichung 1. Was ist ein VCX? Gleich in Winkelfunktionen ausgedrückt. Wir kennen ja da oben auch den Winkel Alpha. Also kann man das genauso gleich ausdrücken. Ja, in X-Richtung ist wieder der Cosinus, ist ja wieder der Winkel zur Horizontalen. Und in Y-Richtung ist es Sinus und da haben wir das minus VCY, also minus VC Sinus Alpha. Y-Komponenten von rechts, das ist nur das Omega BC RCBX, also Omega BC RCB Cosinus Beta. Gleichung 2. Und aus dem kann man jetzt beides ausrechnen. Aus der Gleichung 2 folgt VC als Funktion von Omega BC und dann kann man es einsetzen und Omega ausrechnen und dann das VC. Also Gleichung 2 liefert VC ist minus Omega BC RCB Cosinus Beta durch Sinus Alpha. Das ist 2 Stern und das setzen wir in die Gleichung 1 einfach ein. Kriegen hier also minus Omega BC RCB Cosinus Beta durch Sinus Alpha mal Cosinus Alpha, linke Seite der ersten Gleichung und die rechte bleibt gleich. Omega LBE plus Omega BC RCB Sinus Beta. Ja, umgeformt auf Omega BC kriegt man da minus, wenn man das Minus vom Omega BC wegbringen möchte, minus Omega LBE, das Omega BC zuerst ja, halt zusammenziehen und den gemeinsamen Faktor finden, der ist nämlich RCB Cosinus Beta durch Sinus Alpha Cosinus Alpha plus Sinus Beta. Klar kann man da jetzt mit den Winkelfunktionen noch was Schöneres veranstalten, dass das allgemeine Ergebnis schöner ausschaut, aber wir haben eh Zahlenwerte gegeben. Insofern muss man nicht, sondern kann die Zahlenwerte einsetzen und da kommt für das Omega minus 4,31 Sekunde auf minus 1 raus bei diesen gegebenen Werten und dann mit dem 2 Stern des VC, das sind hier 0,76 Meter pro Sekunde in die eingezeichnete Richtung nach unten. Ja? Erster Teil des Beispiels. Zweiter Teil des Beispiels ganz gleich, mit dem einzigen Unterschied, dass man VA noch zusätzlich berechnen muss. Also von VB nach VA und dann erst nach D. Dann
liefert es genau das Gleiche, nämlich VA einmal ausgerechnet ist VB plus unser Omega, ja, Omega AB könnte man hier natürlich schreiben, aber das Omega AB da ist ja das Omega BC, haben wir gesagt. Ja, also Omega AB heißt es normalerweise, aber ist gleich Omega BC, weil das ein Teil ist. Das kennen wir ja schon. Und VD da oben ist dann VA plus das Omega AD, das sehr wohl ein anderes sein kann von der Stange, Abstandsvektor RDA. Und da jetzt wieder alles konsistent einsetzen. Also VA eingesetzt ist dann die gesamte Formel VB plus Omega BC Kreuz RAB plus Omega AD Kreuz RDA. Alles ausrechnen, man sollte X-Komponenten rauskriegen. VD zeigt in die negative X-Richtung bei mir da jetzt in der Skizze. Also minus VD, Winkel ist Alpha, zur Horizontalen. Da unten ist er. Hier, der ist auch da oben. Also minus VD, Cosinus Alpha. Und die Y-Komponente ist positiv dann hier, plus VD, ja. So. Und das andere einfach ausgerechnet die rechte Seite und abgeschrieben, quasi X- und Y-Komponenten. Das liefert minus Omega LBE minus Omega BC LAB Sinus Alpha minus Omega AD LAD Sinus Alpha. Das ist die erste Gleichung, das ist in dem Fall Gleichung 3. Und für die Y-Richtung Omega BC LAB Cosinus Alpha minus Omega AD LAD Cosinus Alpha. Gleichung 4. Dann kann man wieder VD ausdrücken aus 4 und oben einsetzen. Und alles umformen. Und ich schreibe dann vielleicht, ich schreibe das VD her, dass man dann nachher einsetzen kann. VD ist ja nichts anderes als das Ganze da rechts durchdividiert durch den Sinus Alpha, wodurch durch Cosinus und Sinus dann ein Tangens Alpha entsteht, wenn man gerne hinschreiben möchte. Also minus Omega BC LAP Tangens Alpha, Cosinus durch Sinus, entschuldige, ist 1 durch Tangens Alpha. Und minus Omega AD LAD ebenfalls. 1 durch Tangens oder Tangens hoch minus 1, ja, wurscht. 4 Stern. Und die setzt man in die Dreier ein und kriegt mit ein bisschen Abkürzung ein Omega AD raus, 1 durch den Abstand LAD Sinus Alpha plus Cosinus Alpha durch Tangens Alpha ist der Vorfaktor und minus Omega BC LAB Cosinus Alpha durch Tangens Alpha minus Omega LBE minus Omega BC LAB Sinus Alpha. So, und da kommt mit meinen Werten minus 3,4 Sekunde hoch minus 1 raus und für die Geschwindigkeit VD 1,06 Meter pro Sekunde. Ja, so wie gezeichnet in die positive Richtung.